Der ehemalige US-Präsident Barack Obama war offenbar ein Liebling des Time-Magazins. Mindestens 29 Mal zeigte das Titelblatt des Nachrichtenmagazins Obama, zweimal ernannte Time den Politiker zur Person des Jahres. Vergangene Woche sorgte der aktuelle US-Präsident Donald Trump mit einer Absage an das Time-Magazin für Aufsehen. Die Redaktion habe bei ihm angerufen und mitgeteilt, Trump werde wahrscheinlich zur Person des Jahres ernannt werden. Wahrscheinlich reichte Trump allerdings nicht und er erklärte seinen Verzicht. Die Time-Redaktion widersprach dieser Darstellung allerdings vehement. Eine kleine, blamable Episode zwischen Trump und der Presse, die für viel Spott sorgte. Nun reagierte auch der ehemalige Fotograf von Obama, Peter Sousa, auf Trumps plumpe Behauptung und teilte gegen den US-Präsidenten aus. Auf dem Online-Dienst Instagram postete Sousa am Samstag eine Zusammenstellung von 15 Time-Titelblättern, die Obama zeigten oder in einem Fall dessen Ehefrau Michelle. Jemand muss einiges aufholen, schrieb der Fotograf an Trump gerichtet. Trump wurde vom Time-Magazin 2016 zur Person des Jahres ernannt und war mindestens 14 Mal auf dem Cover zu sehen. Meist waren die Fotos der Titelblätter allerdings wenig schmeichelhaft für Trump. Sie zeigten den ehemaligen Immobilienmogul in unvorteilhaftem Licht, eine Ausgabe bezeichnete ihn als Rüpel, Schausteller, Partycrasher und Demagogen. Bei zwei Ausgaben schmolz sein Gesicht dahin, eine weitere Ausgabe zeigte Trump im Oval Office sitzend, mit den Worten, hier gibt es nichts zu sehen. Ein Time-Cover dagegen scheint Trump sehr zu mögen, allerdings ist es gefälscht. Die Washington Post berichtete im Juni, dass auf einigen Golfplätzen von Trump ein Fake-Cover des Time-Magazins hänge. Related, remember when Trump created a fake Time-Magazine cover with him on it. Tat was Wired. Dieser Artikel erschien zuerst bei der US-Aufgabe der Nachrichten und wurde von Leonhard Landes übersetzt und editiert. JG